Herzlich willkommen zu meinem dritten Video aus meiner Reihe zu ShareX 3.0, also zu meinem Video Screenshots bearbeiten. So schnell geht es mit dem kostenlosen ShareX 3.0. Und in diesem Video möchte ich zeigen, wenn du einen Screenshot gemacht hast, wie du den dann bearbeiten kannst. Und dazu muss man folgende Einstellungen mal vornehmen. Ich habe hier ShareX gestartet, wie das runterladen und installieren und so weiter geht, habe ich in den ersten Videos schon gezeigt. Aufgaben nach der Aufnahme und dann müsste ich hier folgendes öffnen, Bild im Editor öffnen. Das ist jetzt bei mir fett hinterlegt. Wenn ich jetzt dann eine Aufnahme mache, wird das in diesem Editor dann geöffnet. Ich klicke jetzt mal daneben, er hat sich das dann hoffentlich gemerkt. Schauen wir nochmal die Hotkey-Einstellung an. Du weißt, ich rufe die hier auf und sehe dann, mit welcher Tastenkombination kann ich hier dann dementsprechend dann etwas machen. Wenn ich einen bestimmten Bereich aufnehmen möchte, habe ich bei mir hier eingestellt Shift plus Pause. Wenn ich hierher klicke, kannst du dich dann selber etwas wählen, also einfach eine Tastenkombination festlegen. Ich mache bei mir einfach Shift Pause, mache das hier zu und dann nehme ich hier einfach jetzt mal einen, gebe ich da herunter, lege es hinunter, mache jetzt Shift Pause und werde dann gleich gefragt, welchen Bereich ich aufnehmen möchte. Nehmen wir mal den Bereich auf. Es wurde gemacht und wird dann hier in diesem Editor geöffnet, diesem Bildeditor. Und da kann ich dann wirklich einige Dinge ganz geschickt machen. Ich könnte hier zum Beispiel hergehen und könnte dann mir eine Linie oder einen Pfeil einzeichnen. Nehmen wir hier einen Pfeil, zeichne hier ein, die Farbe ist dann hier dementsprechend dann zu wählen. Also wenn ich jetzt etwas anderes wähle, hier im rötlichen Bereich, dann wird das hier so eingefärbt. Wenn ich hier dann die nächste Linie mir nehme, das ist einfach eine Linie ohne einen Pfeil, kann ich dementsprechend mir eine andere Farbe mir dann noch im Nachhinein dann auch aussuchen. Gehen wir hierher. Habe dann wieder etwas Bläuliches. Im Nachhinein kann ich hier dann auch Einzelelemente mir dann auswählen, kann sie dann verschieben. Ich habe auch hier so Punkte, wie du siehst. Ich kann das hier dann verschieben. Wie man das jetzt hier aus, kann es hier verschieben. Habe so sehr viele Möglichkeiten. Das erinnert mich ein bisschen auch an dementsprechend an PicPic. Ich kann auch mit Farbe etwas hervorheben. Gehe dann dementsprechend dann hierher. Da steht hervorheben. Ziehen wir dann einen Bereich auf. In dem Fall in der Farbe, die hier eben festgelegt ist, die Vorhebungsfarbe. Wenn ich hier gelb nehme, gehe ich dann hier vielleicht ein bisschen heller. Da, ja, klicke ich daher. Das ist wie mit einem Leuchtstift, kann ich dann hier einzelne Bereiche aufnehmen. Ich kann es dann verschieben. Ich kann auch mehrere Bereiche dann zum Beispiel vorheben. Wenn ich dann hierher gehe, könnte man dann wieder andere Farben mir dann zum Beispiel dementsprechend aussuchen. Wenn ich mir einzelne Bereiche dann entfernen möchte, markiere ich sie, drücke die Entfernen-Taste bei mir auf der Tastatur. Wenn ich den letzten Arbeitsschritt, den ich gemacht habe, rückgängig machen möchte, drücke ich die Tastenkombination, Steuerungstaste Z. Ja, da werden immer mehr Dinge, die ich da gemacht habe, verschwinden dann dementsprechend. Ich kann aber auch natürlich andere Dinge dann einfügen, wie zum Beispiel auch Texte. Ich könnte mir jetzt hier einen Text zum Beispiel nehmen, also hier das Fenster aufmachen und könnte dann zum Beispiel hineinschreiben. Markus ist hier zum Beispiel, kann man hier entsprechende Farben aussuchen. Nehmen wir da ein Grün zum Beispiel. Ja, kann die Schriftgröße dementsprechend dann hier anpassen. Nehmen wir da mal 40 zum Beispiel. Klick auf OK und es wird dementsprechend dann hier eingefügt. Ich kann es dann frei verschieben und kann dementsprechend hier dann bestimmte Dinge dann hervorheben. Ja, könnte hier ShareX zum Beispiel schreiben, drücke hin zum Herunterladen, was auch immer. Und kann dann auch hier die Position dieser Sachen durch dann auch verändern. Was ich auch machen kann, ich könnte mir hier eine Sprechblase zum Beispiel einfügen. Ich gebe dann wieder einen Text ein. Ich kann wieder eine andere Farbe verwenden, je nachdem, was ich möchte. Gehe daher, klicke auf OK, bestätige und habe dementsprechend dann hier eine Sprechblase, die ich dann gezielt dann auf etwas Bestimmtes dann zum Beispiel zeigen lassen könnte. Wenn ich bestimmte Dinge eben dann nicht, habe ich einen Doppelklick gemacht, dann könnte ich hier den Text nochmal verändern. Wenn ich bestimmte Dinge unkenntlich machen möchte, dann könnte ich sie zum Beispiel verpixeln, ja, oder überhaupt unkenntlich machen. Ich ziehe das jetzt hier auf und der Bereich ist dann eben stark unkenntlich gemacht und ich könnte es auch verpixeln, schaut nicht ganz so schön aus. Siehst du es hier, dann werden nur die Bereiche, die da ausgewählt sind, verpixelt. Also ich habe eine Menge von Dingen, die ich da machen kann. Und last but not least kann ich das Bild natürlich dann auch unter anderem zuschneiden. Wenn man den Bereich zum Beispiel hier aus, ja, und kann das dann dementsprechend dann hier zuschneiden, je nachdem wie ich es dann auswähle.
Wenn ich Enter drücke, das habe ich hier gerade gemacht, dann wird das Bild gespeichert oder dieser grüne Bereich zum Beispiel, das grüne Häkchen ersetzen. Ja, wenn ich mir das Bild dann anschauen möchte, gehe ich dann in das Verzeichnis, in das ich gespeichert habe. Ich mache das jetzt einmal. Wenn du das aus dem Programm machen möchtest, zeige ich das natürlich auch noch einmal. Du hast hier das Programm, gehst zum Screenshot-Ordner und dann macht er dann diesen Ordner auf mit der entsprechenden Datei. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder, wenn ich dir zeige, wie du bei Screenshots dann Wasserzeichen automatisiert einfügen kannst. Bis gleich.